Du möchtest jetzt sofort richtig viele Coins in IEFC24 machen? Dann abonniere diesen YouTube-Kanal und lass ein Like auf das Video da, denn ich zeige euch heute eine neue geisteskranke Trading-Methode und vertraut mir, Freunde, mit dieser neuen Trading-Methode kann man richtig viele Coins machen. Außerdem habt ihr die Ehre, wenn ihr diesen YouTube-Kanal abonniert und die Glocke aktiviert, dass ihr kostenlos immer in den IEFC24 Trading-Discord reinkommen könnt. Hier kommen jeden Tag Trading-Tipps, Sniper, Filter, Investmentlisten und so weiter und so fort. Macht euch selber ein Bild, kommt rein, Link dazu in der Videobeschreibung und in den Kommentaren angepinnt. Freunde, ich denke mal, ihr habt es mitbekommen, wir haben endlich neue Evolutions bekommen in IEFC24 und Freunde, vertraut mir, mit diesen Evolutions kann man richtig krass und richtig schnell, richtig einfach viele Münzen machen. Und zwar, ihr wisst ja, die Evolutions kommen immer um 19 Uhr, beziehungsweise ihr könnt diese Trading-Methode auch als 19 Uhr Trading-Methode nutzen. Und zwar geht ihr einfach immer in IEFC24 rein, guckt euch den 19 Uhr Content an, guckt an, ob Evolutions neue gekommen sind. Und wenn dann neue Evolutions gekommen sind, wie zum Beispiel gestern, haben wir zum Beispiel jetzt Abfang Trailblazer und Gretchen Trailblazer bekommen. Und es wurde auch schon offiziell bestätigt, dass wir in den nächsten Tagen noch weitere Evolutions bekommen. Deswegen, Freunde, ganz wichtig, wenn wir die neuen Evolutions bekommen, dann müsst ihr gucken, welche Karten euch hier angezeigt werden. Beziehungsweise bei mir wird jetzt hier einmal Yaurena angezeigt und einmal Ternia angezeigt. Gestern wurde mir da auch noch ein Malastia angezeigt. Da werden immer somit die besten Spieler angezeigt. Und was ihr dann direkt machen müsst, wenn ihr diese Spiele angezeigt bekommt, ihr geht direkt auf den Transfermarkt und versucht euch diese Spiele direkt um 19 Uhr zu kaufen. Zum Beispiel, ihr holt euch direkt einen Malastia, denn dieser war gestern bei Abschlusspreis. Ihr müsst wissen, Freunde, diese Karten waren gefühlt bei Abschlusspreis und sind dann richtig explodiert bzw. richtig hochgegangen um 19 Uhr, weil jeder die Spiele eingekauft hat. Ein Malastia ist von 800 Münzen auf über 1200 Münzen angestiegen und ist jetzt immer noch am nächsten Tag bei 1200, das heißt, er war kurz dann noch teurer. Und wenn ihr hier zum Beispiel seht bei einem Godfrey, der war auch den ganzen Tag richtig günstig und wo die Evolution rausgekommen ist, ist er dann richtig explodiert und ging über 3000 Münzen weg. Das bedeutet, mit diesen Karten kann man seine Münzen wirklich verdoppeln, verdreifachen, vervierfachen. Deswegen achtet unbedingt, wenn die nächste Evolution rauskommt, dass ihr hier am Start seid. Freunde, als kleines Dankeschön für euren Support möchte ich euch etwas zurückgeben. Und zwar verlose ich heute in diesem Video eine UV-Liste an meine Community, also an euch. Mit dieser UV-Liste könnt ihr 50 bis sogar 200.000 Münzen machen. Diese UV-Liste werde ich euch persönlich bauen, auf euer Budget sozusagen angelehnt. Und ganz, ganz wichtig, wenn ihr Bock habt, dort mitzumachen, müsst ihr einfach nur diesen YouTube-Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren, ganz wichtig, einen Like auf das Video da lassen und Hashtag UV in die Kommentare schreiben, zusammen mit eurem Discord-Namen. Denn ihr müsst doch unbedingt in meinen gratis Discord-Server reinkommen, denn dort kann ich euch dann viel leichter helfen bei der UV-Liste, um euch diese ganze Liste zu bauen. Und ganz, ganz wichtig, teilt dieses Video an alle eure Freunde, die IEFC24 zocken, denn wir müssen die 150 Likes auf dieses Video packen. Danach werde ich das Giveaway sozusagen auflösen, deswegen macht alle mit, lasst alle ein Like da. Und ich würde sagen, wir gehen direkt zur nächsten Trading-Methode, wie ihr sehen könnt. Ich habe meine Road to the Knockout Stage Karten ausgecashed bzw. schon verkauft. Das liegt einfach daran, dass ich denke, dass dieses Wochenende sehr, sehr gute Möglichkeiten gibt, die Coins neu zu investieren. Deswegen bin ich rausgegangen. Ihr seht hier die Preise. Ich habe einen Usman Dembele für 860 verkauft, einen Modric 314, einen Lewandowski knapp für 500.000. Denn wenn ihr hier sehen könnt, ich kann euch ganz kurz mal meine Einkaufspreise zeigen. Und die waren einfach geisteskrank. Ich habe wirklich so viel Gewinn mit den Karten gemacht. Wenn ihr hier sehen könnt, zum Beispiel, ich habe Usman Dembele für 700.000 Münzen knapp eingekauft. Ich habe einen Lewandowski für 377.000 eingekauft. Das heißt, ich habe wirklich so unfassbar viele Coins mit diesen Spielern gemacht. Deswegen bin ich jetzt schon rausgegangen. Und ich würde euch auch empfehlen, auf jeden Fall spätestens bis Montag diese Karten zu verkaufen und den Gewinn mitzunehmen. Ich kann mir auf jeden Fall gut vorstellen, dass die Karten trotzdem die nächsten 1, 2, 3 Tage nochmal ein bisschen ansteigen können. Zum Beispiel könnte ein Saka noch ein bisschen weiter hochgehen. Das ist genau das gleiche bei einem Kalulu oder auch hier bei Team 2. Könnte ich mir vorstellen, dass die Karten in den nächsten Tagen, wie gesagt, noch ein bisschen ansteigen. Aber prozentual habe ich andere Chancen gesehen, meine Coins zu investieren und diese werde ich euch jetzt zeigen, denn ihr habt dieses Wochenende wirklich eine perfekte Möglichkeit, wieder in
Spieler zu investieren und diese dann in den nächsten Tagen mit richtig viel Gewinn auszucashen. Und wenn ihr diese RTTK-Karten sozusagen bis Montag oder Dienstag hält, dann habt ihr keine Chance, in diese Spieler zu investieren, denn die sind dann schon viel zu krass gestiegen und dort verpasst ihr sozusagen eine gute Chance zu investieren. Deswegen, ich denke, dass heute Abend auf jeden Fall wieder ein sehr guter Zeitpunkt sein wird, um SBC-Futter einzukaufen. Ihr seht zum Beispiel 85er, 86er, 87er sind schon wieder etwas gedroppt. 88er, 89er und 90er sind immer noch etwas am Steigen. Ich kann euch auf jeden Fall empfehlen, heute Abend dann für 4500 Münzen oder sogar darunter 85er Karten mitzunehmen, 86er für unter 9000 versuchen einzupacken, 87er für unter 15000 versuchen mitzunehmen, 88er, wenn es geht Richtung 20000 oder 21000 mitnehmen. Die 89er Karten könnt ihr für 35, 36, 37000 circa mitnehmen. Die Spieler müsst ihr natürlich ein bisschen snipen und die 90er Karten würde ich euch so bei 50.000 circa empfehlen mitzunehmen, denn die sind schon sehr, sehr teuer und vertraut mir, wenn heute Abend dann richtig viele Packs gezogen werden, dann habt ihr dort eine gute Chance, diese Spieler einzukaufen. Wir bekommen heute Abend ja Trailblazers Team 2 und das Team 1 geht somit aus den Packs und wenn ihr Bock auf irgendwelche von diesen Karten habt, dann würde ich euch empfehlen, auch heute diese Karten noch mitzunehmen bzw. einzukaufen, denn ich denke, dass diese Karten dann in den nächsten Tagen oder Wochen auf jeden Fall sehr gut ansteigen können. Welche Karten kann ich euch empfehlen, sind auf jeden Fall die gute Graham Hansen. Die kostet gerade 2,1 Millionen. Ich denke mal, die könnte sehr, sehr gut steigen. Ich denke auch an Di Lorenzo wird auf jeden Fall noch weiter steigen. Ich habe euch den damals vor ein paar Tagen für 40.000, 44.000 circa empfohlen. Der ist schon 20.000 Münzen hochgegangen. Auch in Ruben Dias, wie ich mitbekommen habe, ist ziemlich beliebt und wenn ihr den heute über den Tag nochmal unter 120.000 bekommt, könnt ihr den sehr gerne mitnehmen und auch ein Mkhitaryan könnte gut ansteigen. Spieler, die sehr gut für die UV-Liste funktionieren, sind diese Caroline Nicoli, die könnte ich einmal einpacken. Genauso wie ein Dante, genauso wie ein Henderson und auch ein Gaia sehe ich als sehr gutes Invest in Trailblazers Team 1. Wir haben die letzten Tage schon wieder sehr, sehr krasse Packs geleakt bekommen, die wir demnächst in IEFC24 bekommen werden. Und ich kann euch versprechen bzw. versichern, dass es jetzt nicht mehr lange dauert, bis wir das erste Icon Pack als SBC bekommen werden. Bei diesem Icon Pack wird SBC Futter auf jeden Fall nochmal sehr, sehr gut ansteigen. Deswegen kann ich empfehlen, dieses Wochenende wirklich ein bisschen wieder in SBC Futter zu gehen, um 19 Uhr zu den ganzen Dropzeiten. Und dort könnt ihr auf jeden Fall sehr, sehr gute Gewinne mitnehmen. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei der Weekend League. Ja, bei der Weekend League wird man Spaß haben. Nein, ich wünsche euch ganz viel Pack Luck auf jeden Fall, falls ihr heute Abend ein paar Packs zieht. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Dankeschön für den Support. Haut rein und ciao.